Es geht nun darum, Ihnen darzustellen, wie wir so ein mitochondriales Basisprofil, was einen schlechten Ausgangswert hat, über die Zeit in ein sehr gutes funktionierendes Mitochondrienbild verwandeln können und wo auch die eben beschriebenen Deletionsmutanten, die ja dazu führen, dass 6 mitochondriale Enzyme nicht funktionieren, quasi ausgemerzt werden, bei einer Person, die eben nicht in der Lage ist, durch eine starke körperliche Aktivität so viel oxidativen Stress zu erzeugen, dass das auf natürlichem Wege passieren würde. Dazu muss ich natürlich ein bisschen aufs Papier gucken, denn diese Zahlen habe ich selbstverständlich nicht im Kopf. Also wir sehen hier am 15.12.2014, dass wir bei dem mitochondrialen ATP, also bei den gewaschenen Mitochondrien in der Nährlösung, wo eigentlich alles drin ist, was Sie brauchen, eine mitochondriale ATP-Bildung in Picomol hoch, also pro 10 hoch 5 periphere mononukleäre Immunzellen herauskommt von 25,63. Und um es mal kurz vorwegzunehmen, wir sehen über den 12.01.15, das ist 27,08, das ist das gleiche in grün. Am 27.04. sind wir schon bei 83,2 und am 7.07.16, also durchaus mehr als ein Jahr später, sind wir bei 185 Picomol pro 10 hoch 5, also 100.000 Immunzellen. Der PGC1-Alpha-Wert, das also dem Personalbüro entspricht, sehen wir, dass wir beim Ersttermin eine Zahl mit 0,00 und dann kommen die Zahlen 115 haben. In der Phase im Januar, wo wir ja in der Zwischenzeit die Mitochondrien gestresst haben, ist die ATP-Leistung zwar minimal gestiegen, aber das Bestreben des Personalbüros, neue Mitochondrien zu bilden, ist deutlich hinter dem Ausgangswert zurückgefallen. Dann im April 15 haben wir immerhin nur noch 3 Nullen vor der Zahl und im Juli 16 haben wir nur noch eine Null und eine deutliche Zahl von 2,9, also 0,029. Und das ist bereits eine sehr gute Personalbüroaktivität. Bei dem NRF2, was uns also anzeigt, wie viel oxidativer Stress besteht bzw. wie viel körpereigene Gegenregulation möglich ist, sehen wir eingangs 0,73204, im Januar 0,7356, also auch quasi das gleiche in grün und dann plötzlich den Sprung auf 2,52 und im nächsten Jahr auf 3,69. Das bedeutet natürlich, dass hier eine oxidative Stressresilienz aufgebaut wurde, die einem Vielfachen, also mehr als 100-facher Steigerung letztendlich entspricht. Und die Rhodanase ist mit 0,02 dann noch schwächer geworden auf 0,002, ist dann auf 0,13 gekommen und dann auf 0,72, sodass man sieht, dass auch hier der Elektronentransfer deutlich besser stattfindet und deutlich mehr ATP bedarfsgerecht auch gebildet werden kann. Und bei dem Verhältnis der mitochondrialen DNA zur Zellkern-DNA verläuft sich das Ganze von 107,63 auf 111,43, was nichts ist. Dann plötzlich haben wir nur noch 48,50, haben aber bei diesem niedrigen Wert von Mitochondrien im Personalbüro endlich mal wach geworden und sagt, hey, wir müssen mehr Mitochondrien produzieren. Wir sind ja da von 0,0115 über 0,00000013 auf 0,00031 gekommen. Also da geht was, nicht? Da ist sozusagen der Unternehmensberater mal da gewesen, hat mal die Prozesse ein bisschen optimiert, hat mal so die ganzen, hat das Qualitätsmanagement mal durchgeschubst, hat die ganzen Leute, die Fusch am Bau machen, nach Hause geschickt und jetzt fängt die Maschinerie an. Und wir sehen, dass am 7.7. dann plötzlich 119,84 Mitarbeiter da sind, also deutlich mehr als in der Ausgangssituation und dass die dann im Grunde genommen das siebenfache der Ausgangsleistung auch bringen, sodass wir also hier eine wirklich deutlich gesteigerte Effektivität auch haben. Wenn wir uns die Deletionsmutanten angucken, dann hatten wir 3,79 fehlerhafte Mitochondrien auf 100.000 Mitochondrien. Das ist, wenn man sagt, na gut, mein Gott, wenn von 100.000 fast 4 nicht funktionieren,
Wattshells. Aber bezogen auf die Leistungsfähigkeit und die Anzahl auch anderer nicht detektierter Deletionsmutanten ist das schon eine ganz, ganz hohe Fehlerrate. Und die ist dann von Dezember auf Januar von 3,79 schon auf 1,22 gesunken, also gedrittelt. Dann ist sie auf 2,86 pro 10 hoch 7, also 10 hoch 5 sind ja 100.000, hoch 6 sind 1 Million, hoch 7 sind 10 Millionen, also noch viel weniger geworden. Und zum Zeitpunkt 7.7.16 waren sie nicht mehr nachweisbar. Das heißt, es ist gelungen, diese Mitochondrien so fit zu machen, dass sie quasi ja, keine Alterungserscheinungen zeigen. Und wenn wir uns jetzt unten leider nur für den 8.7.16, das ist eine Untersuchung, die wir am Anfang nicht gemacht haben, sehen, wie hoch die oxidative Resilienz ist, dann sehen wir in dem ersten grauen Feld die Basisleistung, die wir gleich 100% setzen. Wir sehen dann die geringste Konzentration von Wasserstoffperoxid von 0,163 Mikromol und erreichen, dass sich die Leistung auf 125% steigern lässt. Und bei der nächsten Steigerung, das Komma wandert also deutlich weiter nach rechts, nämlich auf 16,3 Mikromol von 0,163, zwei Stellen, also das Zehnfache, und haben dann natürlich einen Einbruch auf 46 und bei einer weiteren Verzehnfachung dann fast eine Halbierung auf 26. Und das ist eine gute Stressresilienz. Und ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich würde mal behaupten, dass am 15.12.14 diese Reihe vielleicht 101-102% in der ersten Verdünnung gehabt hätte und dann völlig in die Knie gegangen wäre. So. Das reicht jetzt erstmal für das Basisprofil und nächste Woche werden Sie ein neues Mitochondrienprofil erklärt bekommen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, welches, aber es gibt eine ganze Reihe davon und ich denke, es gibt einen richtig tollen Erkenntnisgewinn, was man aus diesen hochpräzisen reproduzierbaren Messungen denn wirklich herausbekommen kann. Also, bis nächste Woche. Tschüss.